Was in der letzten Folge geschah bei Steel Rising. Oh! Alter! Fix Burnett! The fighting has stopped. It's over. Ach, hier sind wir wieder zu Hause. Ja, was heißt zu Hause? Aber halt. Ach, hier! Und diese Fragen werden wir in der nächsten Folge... Diesen Fragen werden wir in der nächsten Folge auf den Grund gehen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Steel Rising. Wir befinden uns auf dem Weg zu der Truppe, die sich ja nicht so ganz grün ist und denen ich persönlich immer misstrauischer gegenüberstehe. Wir haben jetzt erstmal mit Lafayette zu reden. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Nee, erstmal Kinder des Königs. I spoke with Monsieur Marat and Monsieur Laclos. Ah, the scoundrels. Did you force them to confess? Do you know what they did with the children? They admitted to organizing the ambush at Gros Caillou. Cursed recreants. Cowardly corruptors of innocence. Where are they holding their prisoners? They must be rescued immediately. They do not have Charlotte and the Dauphin. Excuse me? They dare to claim that? It is the truth. The ambush was a catastrophe. The king had gotten wind of your plans. Automats from Versailles slaughtered the kidnappers and seized the children. By now, the children will have been reunited with their father. There is little doubt about that. Mon Dieu. Then it is from the clutches of that tyrant, in his own palace, that they must be saved. I fear that such an undertaking is doomed to failure, although there is no question of giving up. Stell für Lafayette Ermittlungen zum Komplett der Organellisten her. Mhm. Also, erfüllt. Gerüchte über Verrat. Da bin ich jetzt gespannt. General. There is an alarming rumor about you going around. Wie wir flüstern? Huh. Just one, is there? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the king. Calumny. This is nothing less than vile slander. I am the staunchest opponent of the bloodthirsty tyrant who claims to rule us. What's more, I did not call for the uprising. The National Guard came together on their own. This was the work of soldiers who rebelled and called on the people to rise up and defend Paris. It was only after they had gathered that the troops asked me to lead them. Alas, I was too late. But tell me, where did you hear this rumor? Obwohl, ich muss ja weiter. Ich muss ja weiter. Komm, wir sind mal ehrlich. Er war ehrlich zu uns wahrscheinlich. From Marat. Marat. It's always Marat. Nothing can stop that swinish mudslinger from slandering the most upstanding subjects in the kingdom. Ah, if I had gotten hold of him, I would have ensured he loses taste for gossip, believe you me. Me, throwing the people to the wolves. What a foul accusation. I see the Duke d'Orléans' hand in this. A prince without a kingdom, but a master in the art of treachery. From exile, the wretch will stop at nothing to bring down the dynasty. He would go so far as to do away with the queen and her children, but I don't intend to let it happen. The day is fast approaching when I will make him pay. Goodbye, Monsieur le Marquis. Okay. Gut. Das haben wir denn erledigt. Gut. Have you found my mother? No, not yet. Remember,
Rumor has it she lives in the slums of the Marais. Ach so, ja, ja, ja. Goodbye, Miss. Ja, ja, ist okay. Gut, okay, also das war's dann scheinbar. Gut, also reisen wir als nächstes nach Marais. La Cité, Entschuldigung. Place des Dauphins untersuchen. Ach nee, da, das andere ist ja oben beim Tempel. Stimmt, Entschuldigung. Nicht, dass ich hier auch noch Fake News verbreite. Ist ja schlimm. So. Da sind wir. Dort drüben, okay. Ich denke mal, da kommen wir relativ schnell hin, oder? Hoffe ich mal. Was denn jetzt? Oh, aua. Okay, die Fächer machen schon viel Schaden, ne? Muss ich ja mal sagen. Oh, aua. Ja, nice. Boah, Alter. Toll, danke. Bastard. Muss mir ja gerade eine Piole geben. Mal gerade eine Dosis. Ich glaube, ich bin hier richtig. Würde ich mal davon ausgehen. Guck mal, hier wäre auch noch eine Abkürzung gewesen. Ha, ich komme hier nicht rüber. Super. Ah ja. Er macht den Dicken. Okay, da müssen wir woanders lang. Diese Abkürzung müssen wir unbedingt freischalten. Guck mal, hier ist sogar eine Vestalin. Das kommt mir hier nicht bekannt vor. Oder ist das einfach schon zu lange her? Kann natürlich sein. Wir waren schon überall. Nein, hier waren wir nicht. Das wäre mir nicht entgangen. Das wäre mir auch nicht entgangen. Das wäre mir auch nicht entgangen. Alter. Also das ist ja mal jetzt peinlich. Boah, Drecksack, sag mal. Geht's noch? Alter, 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 tschüss. Na komm. Toll. Jetzt häng ich fest. Boah, Alter, sag mal, geht's noch? Bronzebarren. Hier waren wir wirklich noch nicht. Zwei Bronzebarren. Hier ist alles voll.
Und ich habe mir Bronzebarren gekauft. Ich Idiot, hier ist alles voll. Ich hab einfach die Augen nicht aufgemacht. Wow, wow. Moin. Oh, fuck. Uiuiui. Tja. Guck mal einer an, ey. Komplett unerforschtes Gebiet hier. Und hier komme ich rüber. Scheinbar. Muss eh da hinten rüber. Ich lach mich tot. Hier ist auch noch eine Festalin. Alles noch gar nicht erkundet. Super. Na, du Schlumpf. Ha. Lachhaft. Okay, Alter. Ich glaube, Aegis mag kein Wasser, oder? Hoppa, Alter. Boah, boah. Boah, sag mal. Oh, alter Vater, fast ins Wasser gefallen. Das wäre ja mal ein blöder Tod. Das wäre ein echt blöder Tod. So. Wo geht's jetzt weiter? Nirgendwo. Nirgendwo geht's weiter. Toll. Das ist eine Abzweigung. Das ist ein Bereich gewesen, den ich nicht erkundet habe. Weil er komplett unnütz ist. Nein, da gehe ich nicht rüber. Ich kann mir vorstellen, dass... Ah, guck mal. Ich glaub's ja wohl nicht. Tja, das da ist eine Folge, ne? Die man einfach mal... die einfach mal so da ist jetzt. Alter, wo kommen wir hier hin? Jetzt mal ohne Scheiß. Oh, aua. Gut. Komme ich nicht hin.
Uiuiui. Boah. Aua, ja, genau. Der eine greift bloß einmal an und der andere mehrmals. Gusseisen. Okay, kann man mal so mitholen. Tja, scheinbar geht das Spiel noch länger. Die anderen schon wieder. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ach, guck mal. Das ist auch noch was Schönes. Bäh. Puh. Ich bin jetzt wegen der Frostgranate hier rüber jongliert. Nein, den Sack hole ich nicht. Ich habe ihn gesehen. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich beleidigt. Alter, ist so weitläufig. Ja, in La Cité waren wir gar nicht so häufig, ne? Ach ne. Und das ist das Tor, wo ich gesagt habe, euer oh ja, wäre nicht schlecht, wenn man das aufmacht. Gut. Come to me, my friend. Closer. Closer. You're not like the others, are you? You gave them quite a beating. Matron. Madame. Why didn't you come sooner, my cher? Those poor children in the National Guard. They could have used your help. They marched all day on the Pont Neuf. Oh, you should have heard them singing as they marched on the Place Dauphine. They were very brave then. To hear them, you'd think that the king had already handed over his crown. Then what happened? As far as I know, gunfire, the booming of cannons, shouting, lots of shouting. And then, silence. None of the soldiers returned. Not a single one. My son. My little Francois. He left this morning to join the volunteers, but he hasn't given any sign of life since. Take comfort, madame. Your son is safe and sound. He has found a safe haven where he is not in danger, and will stay there until it's safe to come out. Praise be to God. Without you, I would have been overcome with worry. Here, for your trouble. A little something to help you continue your fight. Ah. Lehmgranate und Ausdauer. Schön. Thank you again, my cher. And may fortune guide your footsteps. Schön. Das scheinen wir schon vorher irgendwo, irgendwann mal ja, getätigt zu haben. Boah, ja, hier war, Alter, ja, hier war das Massaker, stimmt. Komme ich da rüber? Ich will jetzt nicht sterben. Normalerweise müsste ich doch da rüber kommen, oder?
Boah, ich weiß nicht, ich hab schon Angst, ne? Nee, du, komm. Ich will's nicht riskieren. Ich will meine Null-Tod... Null-Tod-Dings... Meine Null-Tod-Strähne... will ich behalten. Tschüss! Ich will nur zum Platz... zum Place de Dauphin. Boah. Kurz vor der Explosion. Platt gemacht. Ah, jetzt hat er mich. Boah. Alter, die Sau. Na, du Schlumpf. Oh, der Typ mit seinen komischen Speerangriffen, ne? Komme ich hier nicht durch? Weiß die Ägis tritt Türen ein und ich sag's halt immer wieder, ne? Das ist halt, ne, ein bisschen komisch. Ist die Ägis hier. Hallo? Dass die Ägis sich nicht durch Türen boxen kann. Certainly a conspiracy. There's no doubt about that. But those involved shared the same fate as the rest of them. I should keep looking around Place Dauphine. Also doch eine Verschwörung? Eine Truhe? Verschlossen. Hier ist auch noch was. Ein Anwerbungsregister. Eine Liste von Soldaten und Freiwilligen der Nationalgarde. Der Name des ranghöchsten Offiziers steht in der ersten Zeile. Colonel Armand. Mhm. Boah. Alle niedergemetzelt, ey. Ach, hier sind wir doch schon mal lang gegangen. Ich war bloß zu blöd, mal nach links zu gucken. Oder ging's links überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Oder es sieht nur so ähnlich aus. Das kann natürlich auch sein. Not even the commanding officer was spared. Lafayette didn't hand over his army to the king. This must certainly be Colonel Armand. I should keep looking around Place Dauphine. Ja. Außen. Boah, ey. Wir müssen noch krank. Oh, Drecksack. Ich mach als ob die schlafen würden. Ein unvollendeter Brief. Meine liebste Rose, möge es dir gut gehen, wenn du dies liest. Hier kursieren die beunruhigendsten Gerüchte. Unsere Kameraden sollen an mehreren Stellen in der Stadt besiegt worden sein, ohne viel Widerstand leisten zu können. Es gibt Gerede über feindliche Bataillone von Maschinen, die unaufhaltsam zu sein scheinen. Uns bleibt jedoch die Hoffnung. Die Offiziere sagen, der Marquis de Lafayette sei bereit, das Kommando zu übernehmen. Nur ist er noch nicht erschienen. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen, meine Liebe. Was auch geschieht, du sollst wissen, dass... Und dann war es wohl schon zu spät. Aha. Er ist also nie erschienen. Er ist nie erschienen, aber... Nee, wir haben ihn zu Anfang nicht aufgehalten. Wir haben ihn zu Anfang nicht aufgehalten.
Wir haben ihn nur überrascht. Hat er vielleicht doch Dreck am Stecken? Oh je, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ah ne, hier sind wir ja rübergekommen. Er ist in der Truhe was drinne? Ach, jetzt komme ich ran. Headquarters at the Pont au Change. By all appearances, it's not official. Most likely an underground hiding place that can be entered from the riverbank. I'll try to track down Capitaine Lefebvre. If he and his men withdrew to the Société des Amis des Noirs, he must have gone towards the Châtelet. It would have been a desperate move for certain. I doubt any of them survived the retreat. But now that I think about it, the padlocked door near the Pont au Change, could that be the entrance? Eine Depesche von Kapitän Lefebvre. Von Kapitän Lefebvre postiert im Hauptquartier an Pont au Change. Lage gefährdet durch Angriff der Automaten beim Châtelet. Ziehen uns wie erwartet zur Société des Amis des Noirs zurück. Okay. Boah, das ist richtig interessant. Was ist hier... Was ist hier los gewesen? Ne, wir müssen hier komplett raus. Ah, halt. Das ist ja mal interessant, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, das Ganze hier. Pass auf, wenn wir fallen, können wir eigentlich nur... Oh, okay, wir kommen rüber. Interessant. Jetzt. Alter! Na! Oh, aua! Aua! Bastard. Komme ich hier irgendwie hoch? Nee. Komm ich nicht. Scheiße. Ich glaube, ich muss komplett außen rum, hä? Hier komme ich nicht weiter. Nee. Ich hätte gerade gedacht, dass ich eine Tür übersehen habe. Oh, warte mal. Wenn ich doch... Chemiekapseln 300.
Moin! Boah, scheiß Falke. Alter. Er wollte nicht mehr. Er hat keinen Bock mehr gehabt. Ja, ich würde gerne... Ich muss hier irgendwie raus. Wo kam ich doch gerade hoch? Ah, nee, da kam ich her. Muss ich doch hier unten raus. Okay, diesem Geheimquartier komme ich immer näher. Dann gehen wir halt zuerst zum Geheimquartier. Dann gehen wir hier zuerst hin. Da hinten wird so verdächtig angestrahlt. Oh, alles gut. Obwohl, warte mal. Aua, zwei! Oh, aua! Ihr macht das schon mit eurem Suizid, alles gut. Was zum? Oh, aua, schon wieder. Ja, sag bloß. Hä? Warte mal. Hier bin ich gerade hergekommen. Ach, das war ja hier, wo ich versucht habe. Ja, ja, alles klar. Gut, hier komme ich dann doch nicht weiter. Geradeaus? Ja, scheinbar. Ach. The poor souls. They died just steps from their goal. Major Marquette, Kapitän Lefebvre. Ihnen wird befohlen, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um das Vorrücken feindlicher Truppen auf das Châtelet zu verhindern. Falls nötig, sabotieren Sie die Vorrichtung zum Öffnen der Tore. York.
Weiß nicht, ist das ein Kampf? Ist das ein Kampfbegriff? So, jetzt geht's aber hier Richtung Quartier. Alter! Den Move habe ich ja noch gar nicht gesehen. Alter! Hallo? Ich will... Was ist das für ein Scheiß? Das ist bloß ein bisschen Gerümpel, was da liegt. Hier geht's runter. Moin, du Schlumpf. Oh, haben wir geblockt, tatsächlich. Danke. Ach, warte mal. Nee, die war schon offen. Okay, alles klar, gut. Komm, das machen wir jetzt noch. Wird eine längere Folge. Moin, du Schlumpf. Was ist mit ihm nicht richtig? Aua, ah, scheiße. Das ist mit ihm nicht richtig. Oh Mann, ich vergesse das Blocken. Ich block zu spät. Aua. Nee, das ist es nicht. Das ist das nicht. Reparaturmodul 1. So. Das ist das. Das ist komplett für den Arsch. Hallo. Hallo. Nein. Sehr gut. Aua. Boah, Alter. Der schlägt nach vorne. Hier war das Quartier, wo ich nicht durchkam. Okay, good. The lock opened. Wir waren damals einfach zu schnell. Wir waren damals einfach zu schnell. This place must be studied carefully. Genau. Alter. This document bears the signature of the Marquis de Lafayette. So the rumors were true. The Garde Nationale wasn't formed spontaneously. All of this was carefully orchestrated. It is high time the Marquis de Lafayette explained himself. Ooh. Manifest von Henry dem V. Das will ich richtig lesen. Das will ich richtig lesen. Notiz von Manifest von Henry dem V.
Die Unterzeichner dieses Dokuments verpflichten sich auf die Absetzung des Königs Louis, den 16. seines Namens, zugunsten seines erstgeborenen Sohnes, des Dauphins Louis Joseph, hinzuarbeiten. Sie geloben, dieses Ziel um jeden Preis zu verfolgen und ihre Leben zu opfern, wenn die Situation es erfordert. In Übereinstimmung mit ihrer Position und ihrem Rang erklären sie sich bereit, die folgenden strategischen Maßnahmen zu ergreifen und einzuhalten. Erstens, beim ersten Blutvergießen durch den König bilden die im Hotel de Invalide stationierten Veteranen des Regiments de Saint-Tong eine Nationalgarde und sagen sich öffentlich frei vom Oberbefehl des Königs. Es wird darauf geachtet, diese Meuterei so zu inszenieren, dass sie die Begeisterung der anwesenden Augenzeugen entfacht, ob Zivilisten oder Soldaten. Diese neu gebildeten Truppen begeben sich zu den Kasernen in Paris und ersuchen um die Unterstützung anderer Einheiten. Drittens, zivile Agenten richten auf Märkten, die von vielen Leuten besucht werden, Appelle an mögliche Freiwillige. Sie führen Pamphlete, Plakate und Banner mit, um die Patrioten zu überzeugen. Viertens, Soldaten und Freiwillige versammeln sich auf dem Place Dauphin, wo eine Anwerbungsstelle eingerichtet wird. Die Verschwörer bestehen auf den Namen Lafayette und fordern ihn als ihren Anführer. Alle müssen überzeugt werden, dass der Marquis der richtige Mann für die Lage ist. Wer das bestreitet, kann nötigenfalls eingeschüchtert werden. Wenn die Truppen kampfbereit sind, kommt der Marquis de Lafayette, um sie anzuführen. Darunter befinden sich etwa 20 Unterschriften. Die erste Unterschrift ist die des Marquis de Lafayette. Der Typ, Alter, hat der uns ins Gesicht gelogen? An alle Offiziere. Ich bestehe erneut auf der Notwendigkeit, dem Treiben von Citoyen Marat, der sich der Gerichtsbarkeit entzieht, ein Ende zu setzen. Unabhängig von unseren militärischen Erfolgen werden wir den öffentlichen Frieden nicht wiederherstellen können, solange dieser Unruhestifter die Saat der Zwietracht säen kann. Achten Sie bei unseren Einsätzen daher gut darauf, dass der Betreffende sich das Chaos nicht zunutze macht, um uns durch die Massen zu schlüpfen. Nehmen Sie ihn möglichst lebend gefangen, aber greifen Sie auf alle nötigen Mittel zurück, wenn er sich widersetzt. Vive Lafayette. Stellvertretender Kommandant. Er hat die Scheiße überhaupt erst ins Leben gerufen. Eine neue Eidesformel. Wir, die Offiziere, Soldaten und Veteranen des Regiments de Saint-Tong, Befreier des amerikanischen Volkes, schwören General de Lafayette die Treue. Als einziger im Königreich kann er wieder für Frieden sorgen. Wir geloben hiermit, um jeden Preis zu folgen und seine militärischen und politischen Absichten mit jedem nötigen Mittel durchzusetzen. Vive Lafayette! Der Typ hat sowas von nach der Macht gegriffen. Na, warte, Freund. Alter, was ist das? Erstmal Waffe. Disco-Bolos-Rad. Was? Was? Oh, Alter, was? Die schweren Angriffe? Was, der Aufgeladene? Okay, das Ding ist absoluter Nahkampf, ne? Diskuswurf. Was? Okay, krass.
Es ist schon krass, es ist schon echt krass, was es für Waffen gibt. Das ist schon geil. Aber ich brauche die alle nicht benutzen. Warte mal, ich täte mal gerne vergleichen. Ja, Wucht halt, ne? Wucht ist halt mega heftig. Ohne aufzurüsten. Ja, das ist halt schon was. So, als nächstes Hut. Alter. Okay, der sieht cool aus. Kleinen Moment. Nein. Kleinen Moment. Das müssen wir gerade... Ja, die Folge wird heute ein bisschen sehr viel länger. Aber ich denke mal, das stört euch nicht. Nein. Hier war das. Nee. Spiel. Anzeige Kopfbedeckung. Angezeigt. Oh, ist doch cool, hä? Aber solange wir nicht einen absolut geilen, Hut haben, möchte ich lieber so. So, Wams. Der sieht heftig aus, ne? Frostresistenz halt nach oben. 35 Panzerung. Puh. Okay, der sieht halt... Doch, der sieht cool aus. Lassen wir. Lassen wir. So, okay. Kleiner Moment. Wir fahren mit der Kutsche zurück. Kutschmarke. Oh. Verbesserung? Ah, wir haben schon wieder genug Zeug. Kritische Treffer. Bob. Boutique? Ah, stimmt. Verkaufen. Tschüss. Oh doch, das sieht schon edel aus mit diesem Halskragen, ne? Sieht das schon cool aus. Doch, sieht schon cool aus. Gefällt mir. Reisen. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, das wird interessant. Ich glaube, ich nenne diese Folge Folge Extra Large. Irgendwas Französisches drinne. Ja, das wird interessant, Herr Lafayette. Herr Lafayette, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. You lied to me, General. Now I know all about your machinations. And what could you possibly think you know? I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? I do. I have the manifesto. Bon sang. Why resort to this manipulation? You must understand what I have done. I did for the good of the kingdom. I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis.
but an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Aha. Diese Aussage, es ging um das Volk, haben wir schon zu oft in der Geschichte gehört. Entschuldigung. Who were your accomplices? My brothers in arms, the brave men of the Regiment de Saint-Onge, veterans of the American War, men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we gravely underestimated the enemy's forces. We thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Some accuse you of harboring a lust for power. The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, why did I not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command and the people sang my praises with one voice? No, that makes no sense. Though I readily admit that I do believe I am worthy of fulfilling an important role for the Queen after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Or even, if circumstance requires, the Regent. Voila. Now you know everything. I haven't left anything out. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you. And to give me the manifesto. Kannst du vergessen. No, General. You'll forgive me for choosing to hold on to it. In that case, my fate remains in your hands. Can you at least tell me where my detractor is hiding? The one who is spreading these charming rumors about me. I cannot tell you anything, General. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for these aspersions in the end. Do as you wish, General de Lafayette. Goodbye, Monsieur le Marquis. So. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt mit denen quatsche? Kann ich was darüber sagen? Yes. Ach so. You were right. He is hiding in the quarries of Montmartre. Did he show you the way to the Bastille? No. But he told me about the tunnels that will take me to the Temple. From there, I can fight my way to the Bastille. The man is trustworthy, as long as he does not count you among his enemies. You should leave us and take up his advice immediately. Gut. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Gut, alles klar. Haben wir hier noch was zu quatschen? Monsieur B. Bevor wir was verpassen? Nein. Goodbye, Monsieur B. Alles klar. Gut. Dann. Drecksack. Du hast hunderte von Menschen geopfert, Alter. Monsieur Marat. Hä? Madame? I'm surprised to find you here. Did you follow me? Didn't you know? The Duke's allies are always impeccably informed. Some even say that we have eyes and ears everywhere. What do you want from me? To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered about the matter at hand. And I was afraid you might leave me in the lurch. You can never be too cautious these days. That's why I decided it would be better for me to come to you. Verschwörung aufdecken. You were right. Lafayette was behind this purportedly popular uprising. Aha! I've got him at last! But he had no intention of handing his men over to the king. His goal was to raise an army and command the troops himself. It doesn't matter. These troops would have allowed him to crush the patriots and set himself up as a dictator. He lied to the people. He lied to the Assemblée Nationale. His time has come. All I need is for you to give me the proof of his treason. Pass auf, das Ding ist halt, er hat ja Scheiße gebaut, so, das weiß er auch. Aber der Typ hier, der scheißt auf die Tatsache, dass er halt, sag ich mal,
die Leute nicht dem König übergeben wollte, sondern gute Absichten gehabt hat. Nachweislich. Und er scheißt da halt einfach drauf, sondern unterstellt ihm, er würde definitiv ohne irgendeinen Beweis zur Macht greifen und als Diktator da rumrennen. Ich behalte das Manifest. I have no proof, Monsieur. You will have to be satisfied with my word. Your word? What good is your word to me? Do you think I can convince people by repeating baseless accusations? Believe me, I have tried, but without much success. No, it's useless. I must admit defeat. We will have either the king or Lafayette, one despot or another. In either case, my fate is sealed. I will soon join the Duke in exile, and I will abandon my beloved people to their doom. I have no other choice. Gut. Tschüss. Können wir dem eigentlich jetzt irgendwas sagen? Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Ah, gut. Goodbye, Monsieur le Marquis. Gut. Damit hätten wir doch diese extra large Folge, hätten wir die abgeschlossen. Sehr viel Nebenmissionen abgeschlossen, sehr viel Zeug drumherum gemacht. Finde ich sehr, sehr gut. Gibt mir ein Gefühl der Vollständigkeit. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt als nächstes. Ja, reisen bitte. Fahren jetzt als nächstes definitiv zur Montmartre, damit wir dort durch die Tunnel zum Tempel marschieren können. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für alle, die jetzt noch hier sind, und hoffe, diese lange Folge hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen hin und her war, ein bisschen viel geredet zwischendurch, aber ja, ist halt ein Let's Play und stellenweise sehr storylastig. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir zum Tempel marschieren und vielleicht die ein oder andere Gebetstafel anbeten. Overplayed and out. Tschüss.